Moin moin Freunde und herzlich willkommen zurück zu Let's Play Frontschweine zur Runde 2. Und ich habe mit Entsetzen festgestellt, dass wir gar nicht mit unseren Helden weiter starten können, wie ich das angekündigt habe. Wir sind wieder ganz am Anfang. Alle unsere Schweine sind normale Rekruten. Müssen wir uns alles wieder neu erarbeiten. Das ist blöd. Macht aber nichts, wir kriegen das trotzdem hin. Die Schwierigkeit ist jetzt natürlich, dass der Gegner stärker geworden ist. Ne? Also jedes Schwein ist, glaube ich, jetzt einen Rang höher als vorher sozusagen. Und ja, Saustalasien ist jetzt komplett von den Deutschen erobert. Das haben wir ja alles in tagelanger Arbeit gemacht. Und jetzt dürfen wir die ganze Karte wieder überrennen mit den Mardi-Picks, die Farbe lila haben. Gut. Ist jetzt nicht zu ändern. Und ich bin mal ehrlich zu euch, ich starte dieses Let's Play jetzt gerade zum vierten Mal. Also die zweite Runde. Ich bin jetzt tatsächlich eben schon dreimal hintereinander in diesem ersten Level gestorben. Das ist traurig, ich weiß. Es ist wirklich traurig. Und so wird es wahrscheinlich die ganze Zeit weitergehen. Ich freue mich gar nicht drauf. Ganz wie Sie wünschen. Ja, ich will nicht übertreiben. Ich freue mich schon, aber es kotzt mich jetzt schon wieder an, dass ich im allerersten Level hängen bleibe. Mein Gott, wie soll das enden? So, stellen wir uns ans Wasser. Das ist, oder? Ich weiß auch nicht. Das ist meine einzige Hoffnung, die ich irgendwie habe. Stellen wir uns hier hin. Der ist da hinter dem Hügel. Gut. Rüberwerfen. 30 können wir abziehen. Sehr wohl, Kommandant. Nur 25. Habe ich nicht gut getroffen. Aua, Leon. Ach so. Der hat eine neue Stimme gehabt, habt ihr das mitgekriegt? Das ist jetzt der Graf, heißt der, ne? Ja, der Graf. Wir haben ja immer mit den gleichen 5 Schweinen gekämpft. Es gab ja 8 zur Auswahl, beziehungsweise es gibt eigentlich 9. Das ist ja per Zufall immer eins dazugeschaltet oder halt nicht dabei. Das habe ich ja am Anfang mal gesagt. Also es gibt eigentlich 9 deutsche Schweine. Schweine. Und, jetzt lernen wir auch mal die anderen kennen im Laufe der anderen Level. Also das war jetzt zum Beispiel der Graf, der so ein bisschen eine Ähnlichkeit von der Stimme hat wie Helge Schneider, finde ich, so ein bisschen. Ja, und da kommen halt noch andere witzige Sprüche dann, die wir jetzt kennenlernen werden. So, pass auf, was machen wir jetzt mit dir? Stellen wir dich wieder schön ins Wasser. Versuchen wir wieder unseren Bazooka-Trick. Mit der ich ja nicht so wirklich umgehen kann. Aber eben hat es ganz gut geklappt. Mal gucken, wie es jetzt klappt. Ey, ist sich voll klar. Das war wieder gut. Okay. So, mach was. Oh Gott. Jetzt kommt der Test, ob's klappt. Das Spiel ist aus. Immerhin ein fairer Kampf. Ja, sehr fair. Und wer kriegt wieder die Arschkarte? Oh Gott, der hat sich... Nee. Nee, da fällt mir nichts mehr zu ein. Das lasse ich jetzt einfach drauf. Auch wenn ich jetzt drauf gehe, ist mir scheißegal. Das muss ich einfach drauf lassen, weil das zum Schießen aussah. Sowas habe ich noch nicht gehabt. Da steht der direkt vorm Baum, will mich abknallen und haut mit der Bazooka voll in den Baum rein. Also dämlich bin nicht mal ich. Nee, also geil. Absolut geil. So eine Szene muss ich drin lassen. Das würde ich mir sonst nicht verzeihen. Das kriege ich nämlich nicht nochmal hin. Dann wollen wir mal hoffen, dass ich jetzt nicht sterbe. Aber eigentlich kann das jetzt gar nicht passieren. Ich meine, ich... Ja, das läuft ja eigentlich ganz gut gerade. Und er hat auch schon einen verloren, beziehungsweise er hat Selbstmord begangen, wenn wir das so wollen. Holen wir uns mal eben diese Kiste. Da kommen wir nicht hoch, wir müssen wieder rumrennen. Na toll. Okay, jetzt haben wir Energie, wir haben Dynamit. Und wenn wir jetzt das auch noch schaffen, den gleich zu versenken. Der hat nur 50, habe ich das richtig gelesen? Ne, das war unser, ne? Das war unser. Der hat 75, okay. Dann versuchen wir das mal, dich ein bisschen ins Wasser zu bomben. Gucken, ob du dann... Hoppala, so. Ertrinkst, wollte ich sagen. Nee, ich habe dich direkt rüber gebombt. Und er steht hinterm Baum. Das könnte Glück für uns bedeuten. Na, macht das wirklich? Jo, aber mit Schmackes. Nee, diesmal... Ah, diesmal leider nicht. Melde mich zur Stelle. Sehr schade. Sehr schade. Wie viel hast du noch? Nicht, dass du gleich stirbst. Zeig an. Zeig dir nicht an. Zeig dir nicht an.
Gut, dann machen wir das so. Dann müssen wir dich jetzt töten. Du hast ja nur noch 26. Kriegen wir eine Granate hin. Stellen wir mal ganz flach. Zur Sicherheit, nicht, dass sie ins Wasser fällt. Das Spiel ist aus. Tschüss. Gut so. Den Rest schaffst du auch noch. Ich weiß gar nicht, ob ich euch das jemals erzählt habe. Also wenn wir Granaten auf einen ganz flachen Winkel stellen und die werfen, können wir die auch übers Wasser ditschen lassen, ne? Das ist auch möglich. Oh oh, das könnte schon... Für den Kaiser! Das könnte schon sein Ende sein. Das könnte nee. Ein historischer Sieg werden. Er lebt zum Glück noch, aber er hat bestimmt nicht mehr viel. Deswegen sollten wir jetzt ganz schnell zusehen, dass wir den töten. Ich renne wieder zurück. Bin ja unser Bazooka-Mann hier. Und der ist... Ah, den haben wir noch gar nicht bekämpft, ne? Hoppala. Nicht gut. Dann pumpe ich mich nochmal eben mit dem Energiepack da hinten voll. Und stelle mich ganz dicht neben ihn, in der Hoffnung, dass er mich dann bekämpft. Normal sind die ja so, dass sie das Opfer wählen, was am dichtesten dran ist. Also meistens jedenfalls. So, dich hab, oder habe ich dich schon einmal bekämpft? Nee. Doch! Ja, aber... Ne, töten kann ich ihn sowieso nicht mit einem Schuss. Dann gehe ich jetzt auf Nummer sicher und nehme die Granate. Ja, nicht ganz so dicht dran, sonst bin ich gleich mit weg. Was, lebt er noch? So, jetzt geh bitte auf mich hier vorne. Das wäre sehr nett, Herr Graf. Danke. Feuer! Chris hat noch 20, habe ich gerade gesehen. Er nur wieder. Auf Nummer sicher gehen, die Medizin ist holen. Ist besser, oder? Ja, wir humpeln total, ne? Das kann ja Ewigkeiten dauern, bis ich da immer am Berg gelaufen bin. Aber na gut. Ich will jetzt kein Risiko eingehen. Vor allem da oben auf dem Berg, da liegt ja das Snipergewehr. Dann können wir den Typen gleich von da oben aus abballern. Wenn ich das zeitlich jetzt alles hinbekomme. Ist ja gerade wieder ein bisschen lahm unterwegs. Unser Humpelmann hier. Unser Krüppel. Unser Beingolik. Sieh zu, hier. Das nimmst du mit. Sehr schön. Okay. Sehen wir den überhaupt von hier? Ja. Also zumindest, ja. Mal gucken, wie das jetzt von hier aus ist. Ja. Freies Schussfeld hier. Sniper. Alan Jackson. Also Jackson von Soldat James Ryan, meinte ich. Ja, ich habe perfekt daneben geschossen. Was will ich mehr? Sehr gut. Für Speck und Eberjan. Ja, hau jemand tot. Nein, tot nicht. Ganz wie Sie wünschen. So, komm, jetzt sehen wir zu, dass es ein Ende nimmt. Ich habe mich jetzt gerade schon wieder blamiert mit dem tollen Sniper-Schuss. So, komm her. Jetzt gehen wir auf Nummer sicher und jetzt bratzen wir den weg. Widerstand ist zwecklos. Dude. War das schon alles? Okay. Ja. Ich sag mal Gratulation, wir haben das erste Level bewältigt. Aber ihr merkt, es ist schon wieder ein bisschen schwieriger, ne? Also, das gleich ganz am Anfang. Dadurch, dass wir jetzt natürlich ein bisschen im Nachteil sind durch unsere ganzen, ja, jungen Soldaten, unseren frischen Rekruten, die noch keine Ahnung haben vom Kämpfen. Das ist natürlich ein bisschen blöd. Okay, befördern wir mal. Wie machen wir das denn diesmal anders? Ich mache aus Wesker diesmal gleich am Anfang einen Geheimdienstler. Jo. Das speichere ich auf jeden Fall ab. Denn so wie das jetzt hier gerade abgeht, kann das sein, dass ich in jedem Level mindestens einmal sterbe. Das erste Level habe ich jetzt ja zum Glück gepackt. Also ich habe das echt... 4 Anläufe habe ich, glaube ich, gebraucht. Wie soll das bloß enden? Auf was habe ich mich da eingelassen? Nur weil ihr das seid, mache ich das. Okay, aber wenn ich das hinter mir habe, ja, dann mache ich 3 Kreuze und freue mich schon aufs nächste Let's Play. Okay. Mission starten. Vielleicht nehme ich diesmal auch einen von der Artillerie mit, dass ihr mal seht, was der so für Waffen bekommt. Obwohl ich mit dem ja nicht so gut um kann, aber ich denke, ich werde da einen Artilleristen mit reinnehmen. Dass ihr mal seht, wie das bei dem ist. Gut, zweites Level. Und guckt mal, wir kämpfen gegen die Deutschen. Nein, doch! Oh!
Wahnsinn. Das war das Level. Okay, ja, ich erinnere mich. Zweiter Versuch von die Patrouille in der zweiten Runde. Ja, ich bin gerade wieder gestorben. War nicht anders zu erwarten. Und ja, ich versuch's nochmal. Bleibt mir nichts anderes übrig. Melde mich zur Stelle. Gut, fangen wir mal anders an. Ich gehe jetzt als erstes mal da drüben jetzt die Medizinkiste holen. Obwohl, nein, du musst erstmal klauen. Das ist viel wichtiger. Komm her. Die Bazooka haben wir gekriegt, das ist gut. Rüber. Medizinkiste ans Wasser stellen. Da sind wir auch sehr am Wasser. Aber geht ja. Gut. Ja, und unsere besten Waffe ballern, ne? Machen wir mal auf ganz gerade und schießen volle Kanne. Sollte ja funktionieren, oder? Die können einem leid tun. Na, 39. Immerhin, fast. Was hat er vor? Oh, sowas Böses. Sie können einem leid tun. Mach nicht meine Sprüche nach. Was liegt an? Furch. Ich glaube hier oben auf dem Hügel, ja, da liegt eine Bazooka. Die nehmen wir uns mal eben. Und was machen wir dann? Oh, nicht runter ins Wasser. Nicht! Oh Gott. Gott, oh Gott, oh Gott. Ich schnapp aus dieses hier. Dieses Kiste. Ja, was machen wir am besten? Ja, ich denke mal, ich benutze die Bazooka, ne? Was soll ich anderes machen? Ich. Ja. Ich kann nicht, oder? Nee, wir gehen nach oben. Das ist noch eine Idee. Da liegt ein Dynamit. Das können wir benutzen. Wir nehmen das jetzt und bomben dich da in diese Richtung. Vielleicht, ja, dann kümmerst du dich vielleicht um den am Wasser. Und wir gehen hier hinter den Felsen. Zum Baum. Ja, das sieht gut aus. Und das hat auch nochmal wehgetan. Oh, ein Kanonier. Ja. Hoffen wir. Ja, genau das hoffen wir nicht. Hoffen wir, dass er das Wasser trifft. Ja, aber total. Und wer kriegt wieder die Arschkarte? Du musst dir jetzt eine Medizinkiste nehmen. Du hast nur noch 35. Und dann machen wir Folgendes. Der hat ja nur noch seine Pistole und keine Bazooka mehr. Heißt, du müsstest eigentlich jetzt den da am Wasser töten. Das kriege ich nicht mehr hin. So gut bin ich nicht im Bazooka-Schießen. Ich habe gar keine Bazooka, fällt mir gerade ein. Ich habe nur Granaten. Nein, das wollte ich nicht. Die wollte ich. Ja, ich muss den ja irgendwie killen, ne? Versuchen wir es so. Muss ja irgendwas machen. Der wird mich gleich abballern, aber was soll's. Jetzt kommt Lippen in den Bude, hör mal. Aber ich habe ihn voll getroffen, immerhin. Was machst du? Okay, hoffentlich klappt der Trick nochmal. Das schießt doch voll in die falsche Richtung, sowieso, ja. Ja. Den lassen wir auf jeden Fall da am Wasser stehen. Der macht seinen Job richtig gut gerade. Ja, dich kriege ich eh nicht tot. Komm, wir gehen weiter.